So, guten Morgen zum kurzen Update der US-Indizes nach den Fed-Minutes gestern Abend. Ich werde eben kurz auf die drei US-Indizes eingehen und was eben kurz nach 20 Uhr dann passiert ist. Gestern habe ich ja noch ge geschrieben, dass eine Aufwärtswelle fehlt, eben bis beim Nasdaq zum Beispiel, eben bis zu 4000. 615er Marke. Das war eine Widerstandsmarke, ja, aus dem Tageschart heraus. Wie man jetzt hier erkennt, ist eben exakt bis 20 Uhr die Marke 1, 2, 3 mal, 4 mal angelaufen. Gab es eben kleinere Rücksetzer und eben kurz nach 20 Uhr ist diese Marke gesprengt worden. Also die letzte Welle ist dann extendiert und schloss dann eben auf 4600 60 Punkten etwa. Jetzt ist eben der Nasdaq wieder in dem Bereich vom 9. bis zum 11., 12. November angekommen. Ja, ich sehe jetzt hier definitiv kein größeres Kurspotenzial mehr Ende der Woche. Es hätte auch hier schon diese komplette Aufwärtswelle dann korrigieren können sollen. Im S&P 500 Index war das Spielchen ähnlich da. Hier wurde eben sogar nachmittags genau die Marke erreicht. Hier nochmal 1, 2, 3, 4 Abpraller und mit 20 Uhr dann eben den Ausbruch erledigt, die Bullen. Auch hier sieht man, dürfte das Kurspotenzial für den Rest der Woche relativ ausgeschöpft sein. Und im Dow Jones ist natürlich fast exakt dasselbe Bild bei einer Marke, die ich hier ausgewählt habe. Ich hatte auch wirklich definitiv immer nur eine Marke hier oben. Hier ist es eben, hier wäre die Marke 10, 15 Punkte weiter tiefer gewesen, wo der Index 1, 2, 3, 4 Mal herangelaufen ist und dann eben jeweils kurz abgeprallt ist. Und eben mit 20 Uhr wurde die Marke eben auch geknackt. Und hier ist eben auch wirklich komplett dasselbe Bild. Im Wochenchart habe ich ja noch den S&P 500 Index laufen. Sieht man, hier wird womöglich, also wenn wir jetzt doch die Woche noch über 2100 Punkten abschließen sollten, die Woche, dann wäre das hier ein astreines Bullish Engulfing. Also es würde komplett dann die Kerze von dieser Woche, die andere dann umschließen. Aber dafür müsste auch der Schlusskurs, der Wochenschlusskurs über, um es genau zu nennen, ja, über 2099 Punkte liegen. Dann wäre das ein astreines, lehrbuchhaftes Bullish Engulfing. Und das mit einer so riesen Kerzenkörper, das wäre schon eigentlich im Prinzip was Seltenes. Aber wenn man jetzt hier nochmal in der Vergangenheit anschaut, dann kommt halt vielleicht noch ein bisschen was hoch. Also im Prinzip hier noch eine Welle. Und dann eben eher auch seitwärts wird sich der Markt dann tendieren. Also würde im Prinzip auch dann passen, dass eben noch bis zum Jahresabschluss sogar der Index eben ein neues Jahreshoch macht und dann eben seitwärts tendiert. So, ich melde mich später dann mit dem DAX zurück, aber das wäre es jetzt erstmal fürs Erste.